Kommt erstmal in eine angenehme Sitzposition eurer Wahl. Am frühen Morgen bitte ich euch trotzdem nochmal ganz kurz einen Moment die Augen zu schließen, das Sitzfleisch unter eurem Gesäß rauszuholen, erstmal anzukommen, wahrzunehmen, was ist heute Morgen. Haltet euch an den Knien etwas fest mit den Händen, zieht den Oberkörper in die Länge, vom Steißbein bis über die Krone des Kopfes hinaus. Schließt dabei die Augen und der Atem pulsiert in einem Rhythmus, wie er ganz natürlich in euch fließt. Ruhig, gleichmäßig und ausgleichend für den ganzen Körper. Und nach diesem langen Pfingstwochenende darf der Körper wieder mehr aufgeweckt werden. Und auch wenn wir ganz achtsam praktizieren, praktizieren wir heute wieder ganz energetisch und aufmerksam und sanft. Und so bitte ich euch, mit der nächsten Einatmung die Augen zu öffnen und mit sanftem Blick in den Raum zu schauen. Und mit der nächsten Einatmung öffnen wir mal mit einem weiten Bogen die Arme nach oben. Strecken uns in die Länge, als würden wir gerade aus dem Bett ausgestiegen sein. Und mit der Ausatmung ehren wir die Hände wieder auf der Matte. Und mit der nächsten Einatmung nochmal, wir wecken ganz sanft aus. Tiefe Atmung über die Kopfkrone hinein bis ins Becken. Und Ausatmung wieder zur Matte mit den Händen. Einatmung nochmal über die Seite nach oben und Ausatmung wieder runter. Und dann bitte ich euch, die Arme nur parallel zur Matte zu heben. Die Handinnenflächen zeigen nach oben und wir führen den rechten Arm nach vorne, führen den linken Arm darüber und wenn die Ellenbogen übereinander sind, dürfen sich die Arme verschränken. Und wir versuchen mal, die Handinnenflächen so verschränkt zueinander zu bringen. Wenn es nicht funktioniert, dann legt einfach die Handaußenflächen aufeinander, so wie es für euch bequem ist. Haltet diese Position, wenn ihr mit der nächsten Einatmung die Atmung von über die Nase tief in euer Becken holt und die Ellenbogen ein Stück nach oben zieht und trotzdem die Schulterblätter in euer Herz schmelzen lässt und mit der Ausatmung sinkt nur der Kopf etwas rein in eure verschränkten Arme. Leichte Vorneigung, indem ihr das Brustbein nach hinten zieht, ganz viel Länge aber beibehaltet, ohne in einen Rundrücken zu fallen. Einatmen, zieht die Fingerspitzen nach oben, Ausatmung, verneigt nochmal mit einem leichten, gebeugten Oberkörper nach vorne, ohne Rundrücken zu machen. Einatmung, zieht nochmal nach oben und mit der Ausatmung löst die Arme wieder zur Seite und lasst sie mal kurz auf die Matte gleiten. Einatmung nochmal, zieht die Arme richtig nach außen, die Fingerspitzen strahlen zur Seite, öffnet die Finger weit, die wollen auch aktiviert werden. Und nun holt ihr den linken Arm parallel nach vorne und der rechte Arm darf da drüber gehen. Und wenn die Ellenbogen verschränkt sind, so könnt ihr die Arme heben und die Hände ineinander verschmelzen lassen. Mit der Einatmung zieht die Fingerspitzen weit nach oben, dehnt euch auf, die Schulterblätter weg von den Ohren. Und mit der Ausatmung neigt sich der Oberkörper leicht nach vorne und das Brustbein zieht in den hinteren Rücken. Der untere Rücken bleibt dabei ganz lang, wenn ihr wieder die Fingerspitzen nach oben zieht und mit der Ausatmung wieder leicht euch vor euch und eurem Tag heute verneigt. Einatmung, wir ziehen nochmal nach oben. Ausatmung, löst die Arme wieder zur Seite in einem weiten Bogen, lasst die Finger nochmal in den Raum strahlen und Ausatmung, setzt die Hände neben euch ab. Entschuldigung, dann bitte ich die Hände an die Schultern zu nehmen und einmal ganz aktiv und bewusst die Schultern mit den Händen nach oben zu kreisen und zurück. Wir wecken die Schulterblätter auf und über oben nach hinten und zurück integriert die Atmung. Einatmung nach oben, ausatmen.
Einatmung nach oben und der Ausatmung zurück. Ganz weite Kreise. Einatmung nach oben und mit der Ausatmung zurück. Wunderbar. Und dann schüttel dann mal die Arme kurz aus, schüttel die Schultern. Und dann bitte ich euch erstmal in den Vierfüßlerstand zu kommen. Und wir erden die Hände unter den Schulterblättern und die Knie unter den Hüftgelenken. Die Füße sind aufgestellt. Und eine ganz kleine runde Kettkau, ladet den Atem euch ein zu führen. Einatmung in ein Hohlkreuz. Das Gesäß steuert die Bewegung, der Kopf kommt zum Schluss. Ausatmung in ein Rundrücken. Einatmung wieder in ein Hohlkreuz, der Kopf kommt zum Schluss. Die Schultern weit weg von den Ohren. Und Ausatmung verneigt. Noch eine Runde Kettkau in eurem eigenen Atemrhythmus. Achtet einmal drauf, wie der Atem eure Bewegung führt. Und wenn wir alle zum dritten Mal diese Kettkau-Bewegung gemacht haben, bitte ich euch, in eine neutrale Position zu kommen. Stellt den rechten Fuß zwischen die Hände. Stellt den linken Fuß dazu. Einatmung kommt über einen weiten Bogen nach oben zum Stehen. Ausatmung, die Hände gehen ins Anjali Mudra vor unser Herz. Einatmung, die Arme gehen in weiten Bogen nach oben. Lasst die Knie auch ein bisschen mitarbeiten. Ausatmung, die Hände gehen zur Seite und die Knie gehen immer leicht mit. Einatmung, Arme über weiten Bogen nach oben. Achtung, Ausatmung, tief gebeugte Knie. Vorbeuge, lasst die Knie erstmal ganz tief gebeugt. Oder die Hände gerne an die Oberschenkel oder an die Schienbeine. Einatmung, stellt die Fingerkuppen auf, zieht euch lang in eine halbe Vorbeuge. Wer mag, darf gerne die Beine etwas mehr strecken. Ausatmung, verneigt tief in eine ganze Vorbeuge. Einatmung, die Arme über einen weiten Bogen nach oben zur Decke. Super. Ausatmung, die Arme an die Seite des Körpers. Achtung. Einatmung, tief gebeugte Knie, Arme über die Seite nach oben, Stuhlstellung. Ausatmung, die Arme über die Seite wieder an den Körper. Einatmung, weiter Bogen der Arme nach oben und tief gebeugte Knie, Stuhlstellung. Ausatmung, kommt wieder nach oben. Einatmung, noch einmal, holt die Kraft über die Füße in euer Becken. Zieht die Arme in den Raum hinein, weitet euer Steißbein nach hinten und erdet es wieder Richtung Fersen, ganz viel Länge im Oberkörper. Und mit der Ausatmung kommt wieder nach oben, super. Und dann bitte ich euch, den rechten Arm nach oben zur Decke zu holen. Der linke zieht nach unten, gegengleich. Und indem wir die rechte Hand hinter uns auf die Schulterblätter legen, darf die linke Hand an den Ellenbogen, um den Ellenbogen noch mehr nach hinten zu schieben. Und ohne, dass wir jetzt unseren Kopf zu sehr nach vorne drücken mit dem Unterarm, schauen wir wieder, dass wir so viel Basis in den Füßen haben, so viel Kraft von den Füßen in unser Becken bis über die Krone des Kopfes ziehen, dass der Nacken ganz lang bleibt, erhabene Stellung, auch wenn der Arm hier neben unserem Kopf ist. Wir stützen uns gegenseitig. Und wer mag, darf den linken Arm öffnen und von hinten zur rechten Hand greifen. Nur wer mag. Manche schaffen es, manche nicht. Manche Seite geht besser, manche nicht. Und wer es schafft, kann gerne die Hände hinter dem Kopf, hinter dem Rücken verschränken und sich hier ein bisschen aufdehnen. Aber kein Muss. Es soll nicht reißen und nicht zerren, sondern nur, wenn es harmonisch geht. Einatmung, löst die Hände wieder, öffnet die Hände in weiten Bogen zur Seite. Ausatmung, die Arme gehen neben euren Körper. Schüttelt einmal wieder, das löst immer jegliche Spannungen, auch in den Schultergelenken. Könnt immer wieder zwischendurch die Schultern kreisen. Einatmung, holt den linken Arm nach oben, streckt den rechten nach unten.
Dann beugt sich der Ellenbogen, die linke Hand legt sich hinter eure Schultern. Die rechte Hand drückt den Ellenbogen etwas nach hinten. Dann liegt die Hand wieder flach zwischen den Schulterblättern. Wer mag, achtet wieder darauf, dass der Nacken lang bleibt und der Arm nicht den Kopf zu sehr nach vorne drückt, sondern Kopf und Arm sind frei voneinander. Und die rechte Hand kann, wer möchte, nach hinten gehen, an den hinteren Rücken. Ich schaffe es hier auf dieser Seite nicht, aber ich tue dann so, als ob. Nicht jede Seite ist gleich und ihr müsst auch gar nichts hier erzwingen. Jeder macht es so, wie es ihm gut tut. Ihr könnt auch gerne die Hand an eurem linken Ellenbogen lassen. Das ist auch völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass ihr die volle Länge behaltet. Der Seitkörper ist lang und ein bisschen Dehnung in den Schultern. Einatmung, öffne die Arme wieder zur Seite und wir strecken wieder die Arme so weit zur Seite, dass sich die Schultern hier lösen können. Ihr könnt es mal initiieren, indem ihr einfach mal abwechselnd die rechte Hand und die linke zur Seite zieht. Die Handinnenflächen zeigen nach oben und ihr zieht jetzt so viel Kraft von den Füßen in euer Becken, dass sich das Becken weiten darf. Das Steißbein zieht zum Bauchnabel, die unteren Rippen fließen Richtung Bauchnabel. Und mit so viel Kraft haltet ihr diese Länge und diese Kraft im Bauch, indem ihr euch leicht nach vorne neigt, wie in Zeitlupe. Ihr verneigt euch vor euch und diesem wundervollen Tag, den ihr heute wieder frei gestalten wollt. Und wenn ihr parallel mit dem Oberkörper zum Boden seid, dann guckt mal, wo die rechte Hand, wenn ihr sie nach unten gleiten lasst, ist. Schwebt sie noch über dem Boden oder kann sie schon noch ein Stück weiter kommen auf dem Boden? Wer so viel Flexibilität hat, dass die Fingerkuppen sich auf dem Boden stellen, der stellt sie dahin. Alle anderen bitte ich, die Handaußenfläche der rechten Hand an euer linkes Wade zu nehmen und einfach Hand gegen Wade zu drücken. Und dann nehmen wir die Schulter in die Hand, in die linke Hand, die linke Schulter und drehen die linke Schulter nach oben. Dann neigt sich der Oberkörper schon leicht zur linken Seite. Und dann können wir den linken Arm nach oben streben lassen. Achte darauf, dass der Daumen nach vorne zeigt, Richtung Krone des Kopfes, nicht nach hinten. Weil die Öffnung soll in der Schulter passieren. Wenn wir nämlich den Daumen, das können wir alle mal machen, nach hinten drehen, dann fällt unsere Schulter in uns zusammen oder nach vorne und wir haben eine ganz komische Position. Deshalb dreht die Hand nach links auf, der Daumen zeigt nach vorne. Eine tiefe Einatmung hier und mit der Ausatmung gleitet die linke Hand zur rechten Wade. Die Handaußenfläche darf an die rechte Wade drücken. Wir haben im Moment noch die Hände, Arme überkreuzt. Und dann nehmen wir die rechte Hand an die rechte Schulter, ziehen die rechte Schulter nach oben, Schulter über Schulter und öffnen unseren rechten Arm nach oben. Und auch hier dürft ihr mal den Daumen nach hinten drehen, um zu fühlen, wie komisch es ist, wenn die Schulter in sich zusammenfällt. Und dann ziehen wir wieder den Daumen nach vorne und öffnen ganz bewusst Schulter über Schulter, unser Herz strahlt in die rechte Seite hinein. Eine tiefe Einatmung noch hier und dann bitte ich euch wieder die rechte Hand zur linken Wade zu nehmen. Wir haben nochmal die Arme überkreuzt. Wir ziehen uns mit der Einatmung nochmal in die volle Länge parallel zur Matte. Und dann sind es die Hände, die hinter unser Gesäß gleiten dürfen. Sie stützen unseren unteren Rücken. Wir kommen tief in die Knie und mit der nächsten Einatmung richten wir uns auf, stützen dabei mit den Händen unser Gesäß. Wunderbar. Einatmen nochmal mit einem weiten Bogen, die Arme über die Seite nach oben. Und dann guckt nochmal auf die Füße, zieht die Zehen nach oben und erdet sie wieder fest auf der Matte. Und indem die Arme sich wieder nach unten gleiten in Zeitlupe, kommt auf die Zehenspitzen und hebt die Fersen von der Matte weg. Die Arme sind wie Flügel und stützen euch und schaffen euch Balance.
Einatmung, erde die Fersen wieder auf der Matte und zieh die Arme nach oben. Ausatmung, nochmal Fersen von der Matte weg in Zeitlupe und die Arme gehen zur Balance zur Seite. Super, das weckt die Wadel auf. Einatmung nochmal, die Hände nach oben, langsam. Setz die Fersen auf der Matte auf. Ausatmung, nochmal die Fersen gehoben und die Arme gehen über die Seite parallel. Ups, und man darf auch mal rausfallen. Einatmen, die Arme nochmal nach oben, wunderbar. Und mit der Ausatmung bringt die Hände ins Anjali Mudra vor euer Herz. Super. Und nachdem wir so viel Stabilität schon geübt haben in unserer Wade, die Füße sind hüftweit, wir haben alle vier Kontaktpunkte der Füße fest verankert in der Matte, Großziehballen, hintere, innere und äußere Ferse. Und nun ist der rechte Fuß euer Standbein. Und ihr kommt ganz leicht mit dem rechten Knie in die Beuge. Und dann findet ein Fokuspunkt für euch auf der Matte. Und dann legt euer linkes Fußgelenk auf euer rechtes Knie. Indem das rechte Knie leicht gebeugt ist, kann der linke Fuß nicht abrutschen. Und dann bitte ich euch, euch ein bisschen nach vorne zu verneigen. Drückt mit der rechten Hand gegen den linken Fuß und mit der linken Hand gegen das Knie des linken Beines. Das schafft Stabilität. Kommt gerne etwas mehr in das gebeugte rechte Knie. Drückt fest gegen Knie und Fuß. Schafft ganz viel Kraft im Bauch. Zieht die Kraft und die Energie von der Seite in Richtung Mittellinie. Dann balanciert ihr euch hier wunderbar aus. Super. Und mit der nächsten Einatmung, wer die Kraft noch halten kann, nimmt die Hände an die Schultern, rollt die Schultern nach hinten. Und wenn die Hände so schön hinter den Ohren sind, zieht ihr die Arme hinter den Ohren nach oben und es wackelt und pulsiert. Super, und dann kommt ihr hoch und dann schüttet ihr alles aus. Super gemacht, ganz toll. Kraft und Stabilität und Balance in einem. Wunderbar. Und ihr wisst schon, was kommt. Wir haben zwei Seiten und wir drücken wieder unsere vier Kontaktpunkte. Jeden Fuß ist fest auf die Matte. Das Steißbein schiebt in die Fersen. Die Hüften weiten sich. Die Rippen fließen Richtung Bauchnabel. Und so sind es die Arme, die wieder über die Seite nach oben zur Decke gehen dürfen. Und wir schließen die Hände im Anjali Mudra vor unser Herz, zentrieren die ganze Kraft in unserer Mitte. Und dann ist der linke Fuß unser Standfuß. Und wir beugen das linke Knie ganz leicht und heben das rechte Fußgelenk über das linke Knie. Und wir kommen etwas tiefer in die Hocke. Gerne sucht euch einen Fokuspunkt für euch auf dem Boden, einen Fussel, ein Krümel und dann drückt ihr mit der linken Hand gegen den Fuß und mit der rechten Hand gegen das rechte Knie. Und ihr drückt so fest, als würdet ihr die Kraft vom Boden, Mutter Erde, in euer Becken saugen und euch ganz viel Stabilität holen. Und wie eine Marionettenpuppe zieht ein unsichtbarer Faden euren Oberkörper nach oben und schafft die volle Länge vom Steißbein über die Krone des Kopfes. Und dann dürfen sich, wenn ihr noch genug Stabilität und Kraft habt, auch wenn es wackelt, die Hände an die Schultern gehen. Ihr rollt die Schultern über vorne nach hinten, integriert die Schulterblätter hinter euer Herz. Und wenn die Hände so schön hinter den Ohren sind, dürfen sich die Arme nach oben strecken. Volle Länge, genießt diese Dehnung, diese Kraft. Ausatmen, kommt nach oben und schüttelt alles aus. Wunderbar gemacht, toll, super. Und weil wir jetzt schon so viel Kraft haben in unseren Füßen und wir können gern mal ganz aktiv auf den Füßen laufen, unseren Oberkörper, unseren Unterkörper wieder in Balance und in Einklang bringen. Wir nehmen die Arme mit, als würden wir schon zum Joggen anfangen. Super, Angie kennt das ganz gut. Perfekt. Und dann stellen wir uns wieder hin mit den Füßen hüftweit. Wir ziehen die Arme mit der Einatmung über den Kopf und mit der Ausatmung machen wir einen kleinen Ausfallschritt.
Und der Schritt ist nicht so weit wie normalerweise, so ein bisschen größer als ein Schritt. Und der linke Fuß ist ungefähr auf 10, 11 Uhr nach außen gedreht. Der rechte Fuß steht ganz gerade nach vorne. Und ich bitte euch, die Hände an die Hüfte zu nehmen. Schiebt die linke Hüfte nach vorne, dass die Hüfte parallel zur Vordermattenkante ausgerichtet ist. Und ihr holt die Kraft von der Seite, von der Peripherie Richtung Mittellinie. Zieht den Oberkörper in die Länge, lasst die Rippen Richtung Bauchnabel fließen. Und ihr, als würdet ihr die Matte unter den Füßen energetisch zusammenschieben, baut ihr die Kraft auf, schiebt die Hüfte der linken Seite nach vorne. Und mit der vollen Länge und der vollen Einatmung neigen wir den Oberkörper parallel zur Matte nach vorne. Holt euch die Kraft über die Füße in euer Becken. Und wenn ihr ganz stabil steht und die Schulterblätter nochmal aktiv hinter die Ohren legt, indem ihr die Schultern über die Ohren nach hinten zieht, können sich die Hände parallel der Ohren nach vorne lösen, in den Raum hinein. Ganz viel Kraft in der Bauchmitte. Ausatmen, drückt wie ein imaginären Widerstand über die Hände, über die Seite nach hinten weg, aus, Einatmung, die Hände gehen wieder über die Seite nach vorne, ausatmen, die Hände schieben auf den, über die Seite etwas Richtung Gesäß nach hinten und einatmen, zieht die Hände wieder nach vorne, nochmal volle Länge, die Hüfte bleibt, wo sie ist und ausatmen, nehmt die Hände an die Hüfte, hebt den Oberkörper nach oben und stellt den linken Fuß neben den rechten. Dann bitte ich euch, den rechten Fuß nach hinten zu setzen, etwas weiter als einen Schritt. Und die rechten Zehen sind nach 2 Uhr ausgedreht. Und wieder ist es die Hüfte, die rechte, die ihr nach vorne schiebt, damit die Hüfte parallel zum Vordermattenkante ausgerichtet ist. Und wir ziehen die Kraft aus den Füßen, unser Becken, schaffen ganz viel Länge, ziehen die inneren Oberschenkel so zueinander, als hätten wir einen Block zwischen den Beinen, den wir halten müssten. Dann haben wir die ganze Aktivität in unserem Körper. Und dann ist es der Oberkörper, der sich nochmal in die volle Länge aufrichtet, über die Krone des Kopfes hinweg, die Schultern zieht zu den Hüften. Und dann lehnt euch die halbe Strecke nach vorne. Der Oberkörper ist parallel zur Matte. Kontrolliert nochmal mit den Händen an den Hüften, ob die Hüfte parallel ist. Und wenn ihr die Kraft über die Haut zu den Muskeln, zu den Knochen zieht, ganz viel Kontraktion habt, dann expandiert mit den Armen parallel zur Matte nach vorne. Dehnt euch aus. Eine tiefe Einatmung hier mit der Ausatmung, als würdet ihr schwere Luft nach hinten wegschieben, wie ein Schwimmer. Die Hände zieht hinter euer Gesäß und mit der Einatmung holt euch wieder Sauerstoff und Energie rein. Hände nach vorne, Ausatmung, schiebt wieder die schwere Luft nach hinten weg mit den Händen. Und mit den Einatmung zieht die Hände nach vorne. Noch einmal, weil es so gut tut, ausatmen, schiebt die schwere Luft nach hinten und mit der Einatmung holt ganz viel frische Energie nach vorne. Dann bitte ich euch, die Hände wieder an die Hüften zu nehmen, den Oberkörper aufzurichten, den rechten zum linken Fuß nach vorne zu setzen, die Hände gerne ins Anjali Mudra vor euer Herz nehmen, die Augen für einen Moment zu schließen. Atmet beruhigt mit einem sanften, gleichmäßigen Atem die ganze Aufregung in eurem Körper, dass das Herz, der Herzschlag sich wieder beruhigt. Der Atem führt die Bewegung. Und mit der Einatmung bitte ich euch nochmal die Hände an die Hüften zu nehmen und die Augen zu öffnen. Und dann bitte ich euch, mit dem rechten Fuß nach hinten wegzutreten. Und indem ihr wieder die Hüfte parallel schiebt, dann sind die Füße auch parallel zueinander, ungefähr hüftweit auseinander, dann bitte ich euch, erstmal in die Knie zu kommen, so kann das rechte Knie sich ganz sanft und langsam erstmal schwebend über der Matte ausrichten. Und wir halten das und es zittert und es schüttelt
Und wir ziehen nochmal das Becken nach oben. Die rechte Ferse ist gehoben. Und mit der Ausatmung sinken wir wieder tiefer in beide Knie. Wunderbar. Einatmen, nochmal zieht das Knie nach oben, streckt die Beine. Die rechte Ferse ist immer noch gehoben. Und es erfordert auch hier ein bisschen Pulsieren und Balance. Und mit der Ausatmung kommt wieder mit dem rechten Knie nach unten. Und jetzt dürft ihr das rechte Knie ablegen. Und wir strecken die Arme wieder über die Seite nach außen. Die Handflächen zeigen nach oben. Die Schulterblätter sind hinter unser Herz. Einatmen, ganz viel Länge im Seitkörper. Und mit der Ausatmung drehen wir den Oberkörper zur linken Seite und twisten nach links. Der Blick darf mitgehen, ganz stolz, ganz erhaben. Super, volle Länge von den linken Fingerspitzen zu den rechten Fingerspitzen. Und mit der nächsten Einatmung drehen wir mal in die andere Richtung. Wir wollen auch zur rechten Seite gucken. Wunderbar, öffnet. Aber gerne lasst euer Becken parallel nach vorne ausgerichtet. Das Becken sollte eigentlich nicht mitdrehen, sondern das Becken bleibt stabil, nur der Oberkörper dreht. Einatmung, nehmt die Arme nach oben, zieht euch nochmal in die volle Länge und dann gerne nehmt die Hände auf euren linken Oberschenkel und kommt wieder zum Stehen. So bitte ich euch, die Hände wieder in der Standposition mit geerdeten Füßen zur Hüfte zu nehmen. Macht mit dem linken Fuß einen Ausfallschritt und die linke Ferse ist gehoben, wenn ihr das rechte Bein streckt. Eine Einatmung hier und mit der Ausatmung sinkt das linke Knie etwas mehr zur Matte. Einatmung, wir strecken die Beine wieder und mit der Ausatmung sinkt das linke Knie zur Matte. Einatmung, streckt die Beine wieder und mit der Ausatmung sinkt das linke Knie zur Matte und die Beuge in die Knie sind ca. 90 Grad. Und wenn das Becken schön parallel zur vorderen Mattenkante ausgerichtet ist, dürfen sich die Arme über die Seite öffnen, die Handflächen zeigen zur Decke. Und mit der nächsten Einatmung holen wir ganz viel Kraft über die Haut zu den Muskeln, zu den Knochen und drehen und twisten zur rechten Seite mit dem Armen, mit dem Oberkörper. Becken stabil, Schulterblätter hinter das Herz. Volle Länge von den linken Fingerspitzen zu den rechten, tiefe Einatmung und mit der Ausatmung drehen wir in die Gegenseite und öffnen auch hier. Auch wenn das Becken stabil bleibt, der linke Beckenknochen zeigt nach vorne, drückt ihn gerne nochmal mit der Hand so nach vorne, dass das Becken parallel ausgerichtet ist, auch wenn ihr mit den Armen öffnet. Einatmen, holt euch die Arme nach oben. Ausatmen, nur die Arme sinken auf die Seite und dann könnt ihr euch gerne mit den Fingerkuppen abstützen, den rechten Fuß zum linken holen und euch gerne hier über den Fersensitz oder über die Seite auf euren Weg auf die Matte setzen. Und dann bitte ich euch, das Gesäß mittig auf der Matte auszurichten, euch gerne mit den Händen an den Knien festzuhalten. Nochmal einatmen in die volle Länge und mit der Ausatmung auf euren Weg auf der Matte abzulegen. Nun bitte ich euch, die Füße Richtung Decke zu strecken. Verschränkt die Hände hinter euren Oberschenkel und dann drückt ihr gerne mit den Oberschenkeln gegen die Hände, so kann sich der Rücken nochmal in die volle Länge ausdehnen. Die Fersen drückt so weit Richtung Decke, dass sich die Zehen automatisch Richtung Nasenspitze ziehen. Habt ganz viel Aktivität in den Füßen. Die Schultern zieht weg von den Ohren, weil die Hände hinter euren Oberschenkel verankert sind. Super! Kleine Übung und auch viel Aktivität in dieser Position. Und dann löst nur die Hände von den Oberschenkeln. Streckt die Arme nochmal nach oben, als würdet ihr die Zehen schon fast berühren wollen mit den Fingern. Volle Länge und mit der Ausatmung lasst die Füße langsam zum Boden gleiten. Und die Hände gehen in eine Kaktushaltung neben euch auf dem Boden.
Und wenn die Füße hüftweit stehen, dürft ihr mit der nächsten Einatmung nochmal so viel Energie und Kraft aus Mutter Erde in euren Körper holen, dass mit der Ausatmung die Knie ganz sanft nach rechts zur Erde sinken dürfen. Genießt es. Und mit der Einatmung holen wir jetzt schon die Knie wieder nach oben und mit der Ausatmung sinken die Knie zur linken Seite. Und mit der nächsten Einatmung ziehen wir die Knie wieder nach oben. Wir lassen die Füße ausgleiten, verschränken nochmal die Hände über unserem Kopf, ziehen die Arme weg von uns in die Länge, die Füße in die Länge, strecken uns. Und mit einem riesen Seufzer lassen wir los. Und dann legt die Arme für ein kurzes Shavasana neben euren Oberkörper. Die Füße hüftweit, lasst die Zehen zur Seite fallen. Und ich leite euch durch ein kleines, entspanntes Shavasana, wo ihr den Atem wieder einladet, ganz gleichmäßig und sanft in euch zu pulsieren. Schließt die Augen, genießt noch etwas Ruhe, indem der Körper wieder frische Energie und Kraft auftanken darf. Shavasana. Wer möchte, darf gerne noch ein bisschen liegen bleiben. Alle anderen bitte ich, den Atem wieder zu vertiefen, die Hände über den Kopf zu strecken, die Füße weit weg und tief einzuatmen, um an einem riesen Seufzer auszuatmen. Und dann bitte ich euch, die Füße aufzustellen, über eure Lieblingsseite zum Sitzen zu rollen. Gerne nehmt die Hände nochmal ins Anjali Mudra vor euer Herz. Schließt nochmal für einen Moment die Augen. Ladet eure Wünsche wieder in euer Herz, in eure Seele ein. Ich wünsche euch von Herzen einen wunderschönen Tag. Viel Glück, viel Freude, viel Lachen und sage Namaste.